Chanson des Monats. Bei Corso. Chanson des Monats. Kultur nach drei. Chanson des Monats. Was haben Sie diesen Monat vor, Herr Pigor? Ist es schon wieder so weit? Es ist März. Wenn es Frühling wird in der Republik, fühlen sich immer alle Deutschen zu dick. Nach den Karnevalsexzessen wollen sie alle weniger essen, dann beschäftigen sie sich mit Diätetik. Hoppla, was ist das denn? Oh, wie die Deutschen fasten, oh. Wir sind fast Weltmeister. Hoppla, auf den Feten wimmelt's plötzlich von Asketen. Das sieht lecker aus, wie schade. Tut mir leid, ich faste gerade. Oh. Der eine trinkt kein Alkohol, der andere trinkt kein Bier. Der Nächste lässt einfach mal den Kaffee weg. Der Übernächste ernährt sich nur von Kefir. Und der Überübernächste sagt, Fasten ist Selbstzweck. Die einen hauen sich konsequent Gemüsebrühe rein und behaupten, das erweitere das Bewusstsein. Alles enthält sich, entgiftet, entsagt, entschlackt von einem physiologisch-spirituellen Putzwimmel gepackt. Hoppla, was ist das denn? Alle Deutschen fasten, oho. Wir sind fast Weltmeister. Es wechseln die Methoden wie die neuen Frühjahrsmoden. Selbst die größten Atheisten fangen plötzlich an zu fasten, um nach Hildegard von Bingen ihre Leber zu entlasten. Manche wandern in die Klöster und suchen ihre Mitte, andere folgen der Diät der heiligen Brigitte. Ja. Der eine sagt, ich leb mal aus Dafke nach Hartz IV. Der andere sagt, ich spiele 7 Wochen kein Klavier. Die einen hauen sich mit dem Hammer völlig fasziniert auf den Kopf und sagen, ich habe mich noch nie so gespürt. Der Nächste steckt sich Globuli in die Ohren und sagt, er hätte in 7 Wochen 7 Kilo verloren. Was? Ja, es hat funktioniert. Ich weiß nicht warum, es ist geil. Was ist das denn? Dann kommt Ostern und wir haben's geschafft. Dann ist Schluss mit dem verfluchten Gemüsesaft. Dann nimmt endlich der Alltag wieder seinen Lauf. Und die Hämatome am Kopf lösen sich langsam auf. Der HNO kratzt die Kügelchen aus den Ohren raus. Und die Bauchspeicheldrüsen schütten wieder Insulin aus. Denn die Abende werden wieder alkoholisch. Und die Katholiken sagen, gell? Diese Fastenzeit ist urkatholisch, gell? Gell? Doch, gell? Doch, die ist eigentlich katholisch. Eigentlich ist es katholisch, gell? Doch, die alte Tradition. Gell? Katholisch, gell? Gell?